So, der ist ein Töffel, nicht? Da, willkommen zurück zur weiteren Mindtest-Folge. Oh, jetzt bin ich im Loch. Ich glaube, wir bräuchten jetzt allererstes mal eine Fackel. Machen Fackeln hier Licht? Oder nicht? Ich klemme einfach mal die Fackel hier. Ah, ja, Fackel macht Licht. Nice. Oh, wie die sind? Wow. Minus 22.000. Wollte gerade sagen, wie die sind wir denn, damit da Diamantblöcke entstehen? Aber ja. Bei minus 22.000, das klingt nach einer hohen Höhe. Machen die ja Schmerzen? Ja, machen. Okay. Da, so viel Mese. Uiuiuiui. Und wir haben nicht mal eine Spitzhacke. Ah, Juri. Guck mal, hier gibt es auch ein zentrales Ding. Ah, Public Travel Net. Dahinter versteckt. Ernsthaft? Ist das nicht euer Ernst? Wie kann man denn sowas so dahinter verstecken? Hi. Okay, wir müssen also merken, es gibt auch ein öffentliches Travel Net. Genau das Ding habe ich gesucht. Ein öffentliches Ding, wo einfach alle öffentlichen Point of Interests drin sind. Protection Tutorial gibt es auch. Set. Ja, gut, das ist ja super. Also, jemand, der absolut keine Ahnung hatte, was das Spiel von einem möchte, wird danach auch viel mehr wissen, was damit gemeint ist. Warte mal ganz kurz. Wird das hier wirklich, wirklich richtig angezeigt? Wie waren mal die Befehle? P1. Ne, so ob die ganz normal. Ja, weil das Problem ist, man kann sich halt so nicht wirklich vorstellen, A, was man protecten muss, weil ne, dieses räumliche Vorstellungsvermögen, ich habe ein Haus und muss mir um das Haus ein Quader oder ein Rechteckblock vorstellen und muss dann von diesem vorgestellten Rechteckblock zwei gegenüberliegende Punkte finden, um die beide dann zu markieren. Ne, das verstehen viele halt nicht. So. Und ja, ich glaube mal, ja, weiß nicht, ob da jetzt das Ding hier hilft beim Verständnis, kann ich nicht sagen. Weil hier steht zum Beispiel auch nicht, dass du jetzt hier bei dem, ne, also wie gesagt, ne, da ist das Gebäude, um das Gebäude rum musst du dir quasi das, was du protecten möchtest, diesen imaginären Schild denken. Und das Wichtige ist halt, dass du hier wirklich einen Punkt hier unten markierst. Und dann die gegenüberliegende Ecke, das heißt da hinten, ne? Dass du nicht hier die Ecke markierst oder die Ecke da oben oder was viele denken, hier unten die Ecke, sondern du musst wirklich im Dreidimensionalen, bei allen dreien Dimensionen quasi auf der gegenüberliegenden Seite, musst du den Punkt setzen. Weil viele denken, dass wenn die jetzt hier ein Haus haben, da brauchen sie einfach nur einmal hier markieren. Und einmal hier markieren und gut ist. Ja, dann hast du eine Höhe von drei Blöcken protected. Das bringt gar nichts. So, dann kann man, sobald du dein Haus in der Höhe baust, kann dann überhalb dieser drei Blöcke hohen Area trotzdem hier alles abbauen. Und das ist halt genau das Problem, womit viele Anfänger Probleme haben. Eine türkise Leiter. Oh, sehr nett. Ich sehe die Welt von unten. Oh, ist richtig Eis. Aua. Ah, okay, das sind der Blöcke, wo man durchgehen kann. Ja, ich bin im Haus. Hey, lass mich rein. Lass mich rein, du Alter! Eigentum von Bäcker. Ich fall darauf. Scheiße. Ich bin wieder fast tot hier. Oh. Wenn ich hier runtergehe, bin ich tot. Das ist nicht gut. Gut, dann gehen wir mal wieder zum Carshop. Carshop, aha. Alter, diese Physis ab und zu. Ist das an meinem Rechner oder ist das mein Test oder? I don't know. Ich schätze mal, weil hier so viele Objekte sind, gerade hier diese ganzen Poly-Objekte, dass es wirklich mein Test ist. Dass wenn da sehr viele Polyobjekte nachgeladen werden müssen, so wie hier die Autos zum Beispiel,
Alter, was ist das denn da? Holy shit. Dass der Mike das aber dann ins Schwitzen kommt. Der Client ins Schwitzen kommt. So, wie teuer ist ein Auto? 5 Diamanten. Sind das ganz normale Diamanten oder ist das wieder eine andere Art von Diamanten? Ja, ist wieder eine andere Art von Diamanten. Ist also nicht, nee, doch. Ah, das sind die ganz normalen Diamanten. Gut, wir brauchen als allererstes mal eine Axt. Sind wir hier, wo ist denn hier, haben wir hier mal einen Bereich, der nicht protected ist, wo man einfach ein bisschen Holz abbauen kann. So die ganz alltäglichen Dinger, damit man überhaupt mal irgendwas machen kann hier. Goddammit. Oh, hier ist Wasser. Aber hier ist kein Pro- Was, wodurch denn? Wurde ich nicht gerade gestorben? Travel Net Center. Es wäre schön, wenn man nicht hier draußen irgendwo landet, sondern halt direkt irgendwo. Aua. Hier. Direkt vor dem Ding. Carshop. Wo bin ich gerade gestorben? Sag mal. War das gerade schon wieder irgendwelches Uranzeug-Gedöns? In welche Richtung waren wir unterwegs? Utah, da. Oh, ich bin jetzt schon wieder gestorben. Ah, das ist ein Krokodil. Der vielleicht? Dankeschön. Man wird es nie erfahren. So. Wir brauchen also alles mal ein bisschen Holz. Ich glaube, die Dinger geben Holz. Brauchen wir aber immer noch Gestein. Oh, die Schrift, die bleibt da ja. Selbst wenn ich mein Knochen abgebaut habe. Das ist ja unfortunately. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Holz, glaube ich. Ja. Ach ja, scheiße. Stimmt, man kriegt mir ja nur Stöcker draus. Keine Holzblöcke. Verdammt. Da hinten sind Bäume. Okay, gut. Ah, sieht aber sehr nach protectedem Gebiet aus. Oh ne, ist nicht geschützt. Oh doch, ist geschützt. Der Server braucht nur ein bisschen. Ist nicht geschützt. Ist es geschützt oder nicht? Es ist nicht geschützt. Wow. Lol. Okay. Brrr. Wieso weiß ich, bauen wir erstmal eine Axt? Ne, macht keinen Sinn. Wir brauchen zuallererst ganz viel Stein. So. Sollte ich vielleicht auch mal ins Inventar nehmen. Dankeschön. So. Ist das hier Stein? Das ist doch kein Stein. Das sieht so komisch aus. Pepstone. Aha, wollte gerade sagen, weil da hast du nämlich, wenn du mal genau hingeguckt hast, siehst du hier diese Linien? Das scheint also. Ach ja, wow, da kann man einfach durchgehen. Okay. Hier diese Linien, die sind so sehr verräterisch gewesen. Gut, das hier sollte aber ganz normaler Stein sein, oder? Das sieht mir sehr natürlich aus. So, dann. Problem ist, um Diamant abzubauen, bräuchten wir erstmal Eisen. Ich glaube. Brr. Hat der alles diese hässliche HD-Textur? Ah ja, was soll's. So, und dann nehmen wir noch. So. Voilà. So, mit dem Ding, wenn wir jetzt denn hier erstmal den Baum weiter abbauen. Böse Fackel. Wetten, der Block ist geschützt? Ja. Gut, dann können wir den einen Block also nicht abbauen. Sad life. First day in the woods. In den Woods. Ich würde gerne um an die Äpfel rankommen. Ich glaube, da brauchen wir ein bisschen Erde. Einmal Erde haben wir ja schon. Ich grab dich mal ein, ne? Aua, Entschuldigung, ich wollte dich. Junge. Ich wollte dich doch nur einkramen. Du
beruhig dich doch mal. Schon voll der Speedrunner geworden hier. Ach, guck mal, jetzt noch der als. Ah, da wo wir hin wollten ursprünglich mal. Irgendwann mal. Ja, da werden wir auch hingehen. Ich muss erstmal mein Stuff wiederholen. Alles, was ich wollte, ist ein Auto. So eine Scheiße. Hat jetzt eigentlich immer noch Argo auf mich? Nee, ne? Wenn ich gestorben bin, müsste Argo ja zurückgesetzt werden, oder? Ah, werden wir gleich sehen. Dankeschön. Ja. So, als Strafe baue ich das noch mehr ein. Dann kannst du sehen, was du davon hast. Haha. Nee, 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 nee. Blablabla. Ich werde deine Mutter ficken. Oh. Hä? Oder brennt's ja? Wurde ich gerade von Blitz getroffen? Weil der rote Rand, der war gerade erst noch. Ah ja, hier steht sogar. Gotthilk wurde hier von einem Blitz getroffen. LOL. Die Wolken gehen auch wieder schon wieder sehr, sehr schnell. Einfach mal aus dem heiteren Himmel vom Blitz erschlagen, obwohl da ein Baum ist, der höher ist als ich. Eine Frechheit, ich sag's euch. So, wir brauchen Erde, ganz viel Sand, meine ich doch. So, sollte reichen. So, gehen wir mal hier hoch. Und bauen hier. Das ist wieder geschützt, ne? Ah, ne, ist nicht geschützt. Hä? Ah, das waren die Blöcke, die geschützt waren. Ah, nevermind. Ja, aber haben wir schon mal schön viel Holz. Ich schätze mal hier, ja genau, hier ist wieder alles geschützt, heißt an den Apfel komme ich nicht ran. Schade eigentlich. Aber es sind noch genug andere Äpfel. Oh verdammt. Und hinten war auch noch einer irgendwo. Genau, da oben ist noch einer. Da seht ihr ihn. So, haben wir erstmal ein bisschen Holz. Das Wichtigste am Anfang. Nein! Oh, du schöner Apfel. Oh, du schönster aller Äpfel. Ich weiß gar nicht mehr genau, was die Äpfel alles machen, aber die Äpfel haben sehr viele Sonderfunktionen. Also ich glaube zum Beispiel, die füllen gleich alle Herzen mit einmal auf. Wobei ich nicht weiß, ob das von der Hungermod abstrahiert wird. Ja, weil normalerweise ist es ja so, wenn du keine Hungermod installiert hast, sondern Vanilla Mindtest spielst quasi, und dann Apfel isst, dann werden da immer irgendwie so eins oder zwei Herzen wiederhergestellt. Und bei dem goldenen Apfel werden alle Herzen mit einmal wiederhergestellt. Jetzt weiß ich nicht, weil dadurch, wenn man die Hungermod installiert hat, dann füllt Nahrung ja nicht mehr direkt die Herzen auf, sondern nur halt die Sättigung. Und es kann natürlich sein, dass die goldenen Äpfel dadurch die Sättigung komplett auffüllen mit einmal und nicht das Leben. Aber so oder so. Da ist noch Apfel, die muss ich ran. Verdammt. Ach ja, ist ja scheiße dabei was. Achso, das heißt, ich hätte hier schon jetzt Zeit durchgekonnt. Sagt aber auch niemand was. Wo ist denn der jetzt? Da. Hahaha. Ich bin der Bezwinger der Äpfel. So, an alle anderen Äpfel komme ich nicht ran. Leider. So, hier war noch einer. Nice. Hier ist auch noch einer. Ach, weil das die Blätter fehlen. Das ist ja abgefahren. Ah, nice. Gut, haben wir schon mal 7 goldene Äpfel. Ist auch noch mal was. So, dann gehen wir erstmal zurück zum, holen wir uns erst ein Auto oder gehen wir erst zum Old Spawn? Ich würde mal sagen, wo wir gerade schon dabei sind, suchen wir erstmal ein Auto. Das heißt, wir brauchen irgendwie jetzt, wir brauchen noch mehr Stein. Und wir brauchen Kohle.
Aber Kohle finden wir auch in der Mine. Das heißt, alles, was wir jetzt brauchen, ist eigentlich. Eigentlich brauchen wir gar nichts. Wir haben alles. Das Einzige, was man unterirdisch nicht hat, ist Holz. Und das haben wir jetzt mehr als genug. Aber da haben wir ein bisschen was an Stuff. Das heißt, wir können jetzt direkt. Keine Ahnung, wo hier das Ding war. Das heißt, wir gehen mal spawnen. Und, nee, halt. Hä? So. Public Mine. Wo war die? Wir sind ja mal die erste. Ah, okay, nee, die erste ist relativ hoch. Ich mal die dritte. Ja, das ist die, wo wir waren. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt hier erstmal Eisen. Deswegen ist hier so viel schöner Stuff, was hier alles protected ist. Was eine Schweinerei. Ah, und überall anders sehe ich kein Eisen. Dort unten ist Eisen. Oh mein Gott, aber dahin zu kommen, da werden wir direkt sterben. Ich versuche mal hier lang zu gehen. Und dann hier lang zu gehen. Voila. Ungefähr so. Och, leck mich doch am Arsch. Ist ja auch alles protected hier. Was ist das für eine Public Mine, wo alles geschützt ist? Hier ist alles dieses Kack-Entry. Wo ist meine Fackel? Da ist meine Fackel. Gib mal hier die Fackel. Ihr könnt alle weg. Gut, dann war es das schon mal. Sehr interessant. Gucken wir mal bei der 2, ob die ein bisschen zugänglicher ist. Sieht, oh, doch, sieht ein bisschen begehbarer aus. Hier sind nicht so viele tiefe Löcher. So, ab hier kann man abbauen. Sehr gut. Da würde ich mal sagen. Ach, ich bin am Arsch. Haben wir hier ein bisschen Eisen? Wie ist auch geschützt. Aha. Aha. So. Wir brauchen auch noch Stein. Denn wir müssen uns ja hier auch noch einen Ofen bauen. Denn dann. Nach unten abbauen übrigens immer eine ganz schlechte Idee. Ich habe ja gerade den Block abgebaut, wo ich gerade drauf stand. Sollte man eigentlich nicht machen, vor allen Dingen, wenn die Höhle so zerklüfft ist wie hier. So, wir müssen eigentlich genug alles von allem haben. Wir haben genug Stein, um einen Ofen zu bauen. Was war das denn gerade? Ach, so hat der Junge das Haus gebaut. Aha. Interessant. Ja. Okay, dann war. Versteckt immer mehr meine Vermutung, dass das Haus mit Absicht gebaut wurde. Interessant. So, wir haben 6-mal Eisen. Achso, siehst du, wir brauchen noch Kohle. Ich nehme mal sicherweise das Eisen wieder raus. Die brauche ich auch mal sicher dabei. Brauchen wir ja noch Kohle. Ganz vergessen. Oh. Mein Glück, immer genau die Kerzen abzubauen. Dabei ist das hier eine Höhle ohne Kohle oder was? So ja, ne. Oh, ist noch ein bisschen Eisen. Wie kann es denn hier keine Kohle geben? Das hier bedeutet ja nicht. Ah, Kohle. Sehr nice. So, dann haben wir da schon mal die Kohle. Einmal Kohle reicht eigentlich komplett aus. Oh, es gibt doch Monster. Das macht die Sache natürlich alles auf einmal viel nicht mehr so easy. Aha, ganz viel Kohle und Eisen. Das heißt, wir können doch jederzeit von uns überrascht werden. Na super. Gerade wo ich mich so sicher und so siegessicher vor allen Dingen gefühlt habe.
Gehen wir mal zum Ort, wo es sehr hell ist, hier zum Beispiel. Ich hoffe mal, hier sind sogar keine so leichte Beute. So, dann erstmal du nach da, du nach da, du nach da und zwei Kohle sollten reichen. Ah, ich mache sogar nur einmal Kohle. So, dann kannst du weg. Du kannst eigentlich auch weg, ganz ehrlich. So. Los, gib mir die Eisen. Die Eisen! So, dankeschön. Dann bauen wir nämlich als allererstes mal nochmal eine Steinaxt. Und jetzt dann die benötigte Spitzhacke. So, kann ich daraus auch schon mal Stöcker machen. Direkt wieder ein Slot gespart. Apropos Slot sparen. Slot sparen. Goddammit. Das war ja gerade gemischt aus allen Sprachen, die es gibt auf dieser Welt. So, und wir haben sogar noch 7 Ingots über. Sehr geil. So, das heißt, jetzt müssen wir in die andere Mine gehen. Wo hier der Eingang? Oh, da hinten läuft ein Steinmonster rum. Oder ist ein Steinmonster? Ja, ist ein Steinmonster. Wo war der Eingang? Ich sehe leider nichts. Ich sehe nichts, was viel. Ach, da! Aua. Ach, leg doch am Arsch. Yay. Aua. So. Bumm. Easy. So, hier kann man nichts abbauen. Ist ja alles geschützt. Leg mich am Arsch. Sollte mal die Fackel in die Hand nehmen. Damit wir immer mit ein bisschen Licht haben. Aua. So, guck mal, da hinten ist sogar ein Ofen. Hallo. Wenn einer Diamanten sieht, bitte aufschreien, ne? Ich sehe hier nämlich gerade keine. Die Sache ist, bei einer Public Mine, also ich als Administrator, wenn es World Edit gibt, und das gibt es auf dem Server. Ja, da. World Edit gibt's. Dann würde ich es so machen, wenn ich eine Scheiße habe, wieder den Text hier. Wenn ich eine öffentliche Mine habe, weg damit. Dann würde ich es so machen, dass ich den Bereich, also so den großen Brocken der Mine quasi über World Edit tatsächlich einfach speichere. Wenn ich dann als Admin irgendwann merke, okay, es ist hier fast alles weg, so die Mine bringt nichts mehr, dann kann ich einfach den Bereich wiederherstellen, indem ich den einfach wieder markiere und lade. Weil eine öffentliche Mine, die halt so verklüftet ist wie die hier, bringt halt nichts. Und die anderen beiden sahen ja auch nicht besser aus. So, von daher. Das heißt, wir werden hier keine Diamanten finden. Das ist natürlich schade. Dann werden wir uns mal irgendwo einfach reingraben. Ich sag mal, irgendwo, wo bereits irgendwo es weiter reingeht. So hier zum Beispiel. Hier hat man gute Chancen, dass man hier in Gebiete kommt, die noch unerforscht sind. Hier zum Beispiel. Ja, ich werde jetzt einfach hier eine Fackel hinsetzen, ungefähr so. Und dann werde ich hier nochmal ein bisschen Eisen abschlagen, weil es hier gerade welche gibt. Sehr geil. Eisen ist so das Grundressource, die man immer gebrauchen kann, genauso wie Kohle. Davon, also von den beiden Sachen kann man echt nicht genug haben. Ne, aber für die meisten Sachen brauchst du halt Eisenwerkzeuge, also maximal Eisenwerkzeuge, das heißt andersrum, wenn du Eisenwerkzeuge hast, kannst du eigentlich alles abbauen, was es so gibt. Und ja, Kohle brauchst du halt, um alles Mögliche einzuschmelzen. Klar, wenn du natürlich deine eigene Base schon hast, dann kannst du da natürlich, wenn du jetzt die Technik mit installiert hast, die natürlich eine elektrische Anlage bauen. Aber A, kein Plan, ob es hier sowas gibt. Und B, ja. Was bist du? Ah, Ruby. Also Ruby haben wir schon mal. Wir brauchen aber das andere. Ja, Mete geht auch. First Mete found.
Was bist du? Saphir? Hm. Ernsthaft zweimal Mese? Ey, oh, blöde Fackel. Die tut mal weh. Ich werde mal. Aber kurz, wenn die Fackeln Schaden verursachen, dann sollten die Fackeln vielleicht irgendwie so reinsetzen. Ungefähr so zum Beispiel. Erstmal das auf die 2 setzen. Du kommst dahin und du kommst auf die 8. So wie ich es immer mache. Ja, und dann werden wir uns in der nächsten Folge. Ich werde hier erstmal zumachen, damit uns hier keine Monster überraschen können. Wenn wir in der nächsten Folge dann tatsächlich mal in diese Richtung weitergraben. Dann mal schauen, ob wir Diamanten finden. Bis dann.